sunshine, don't wanna work, I'd rather play. Shake my hips and whip my hair, it's a new day. The magic won't blow, my heart yells, let's go transform and fly away. Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und gleich sollte das Spiel leiser werden, genau jetzt. Weil leider, wenn ich die Lautstärke runterdrehe, dann ist es beim Intro nicht so leise. Aber es war ein cooles Intro. Wir spielen Shantae, Curse of the Seven Sirens heißt es, glaube ich. Ich habe Half Genie Hero mal gespielt, durchgespielt auch, zu 100% auch, habe ich nicht let's played. Aber ich dachte mir, den neuen Teil, den können wir ja machen. Der ist seit auf iOS, nee, Apple schon ewig draußen wohl. Seit 2 Monaten oder so. Ich will gar nicht wissen, was die für einen krassen Knebelvertrag unterschrieben hatten, dass man es jetzt erst bei Steam holen kann. Und vor allem, erst heute auch kaufen konnte, an dem Tag, wo es erscheint. Also nicht mal vorbestellen ging. Unfinished projects from my lab. Come on. The sooner we check in, the sooner we can relax. Ja, bei Spielen, die cute sind, da sehe ich mich ja immer, ne? We're finally here. I think this might be my first real vacation, Uncle. Ja, wahrscheinlich sollte ich es vorlesen, oder? Und es wird sicher ein unvergessliches Erlebnis. Die Insel hat eine reiche Geschichte. Sie befindet sich auf einer alten, versunkenen Stadt, von der ein Großteil noch heute erhalten ist. Wirklich? Freue dich nicht zu sehr. Orte wie dieser sind alle Touristenfallen. Sie befinden einen Ort mit historischer Bedeutung, bauen ein schickes Hotel und lachen sich auf dem Weg zur Bank ins Fäustchen. Sag, was du willst. Ich wollte schon immer diese alten Ruinen sehen. Jetzt, wo Shantae eine große Berühmtheit ist, habe ich endlich eine Chance. Onkel. Du hast versprochen, mich nicht zu blamieren. Können wir endlich gehen? Mein Fuß ist noch taub vom Tragen der Taschen. Du hast nur einen? Ihr seid beide solche Nörgler. Ach. Ich nehme Bolo mit, um unsere Unterkunft zu sichern. Kommt nach, wenn ihr die Landschaft lang genug angegafft habt. Ich hoffe, die Lautstärke ist okay. Kann ich nachher träglich eh nochmal runter oder aufstellen? Was für ein Grummel. Ich werde nicht zulassen, dass irgendwas meinen ersten Urlaub ruiniert. Diese alten Knochen brauchen eine Pause. Geht schon mal vor. Die Brücke ist in Reparatur. Achte bitte darauf, wo du hintrittst. Okay. Arena Town. Willkommen in Arena Town, der Heimat des Halb-Gin-Festivals. Alle Halb-Gin-Gäste, wir sind ein Halb-Gin, müssen bei der Ankunft beim Bürgermeister einchecken. Vielen Dank und einen festlichen Aufenthalt. Wie kann ich da rein? Das hier ist doch was zum Reingehen, oder? Vielleicht geht's auch noch nicht. Zauberteppiche verhindern das Herunterfallen der Luftschiffe. Ich habe es im Unterricht gelernt. Du gehörst zu den Darstellerinnen, oder? Die anderen Halbjins haben Ohren wie deine. Das fällt auf. Sammelst du Monsterkarten? Wir sollten irgendwann tauschen. Ich habe ungewöhnliche, seltene, äußerst seltene, super seltene in Folie, Werbeverfolgungskarten in Folie, verbotene Legendäre in Folie und signierte neuwertige verbotene Legendäre in Folie, die ich von meinem stinkenden alten Opa bekommen habe. Nerd.
möchte die frittierten, schokoladigen Knoblauchbomben probieren. Sogar Zombies brauchen Urlaub. Glaube ich. Ja, Halbjins sind einfach verrückt. Ich liebe sie. Ihre Mütter sind Jins und ihre Väter sind Menschen. Umgekehrt geht es nicht. Ach, gibt wahrscheinlich nur weibliche Jins. Sie haben alle dumme, komische Kräfte. Und Halbjins sind Frauen. Super. Okay, du bist der sechste Halbjin, den ich gesehen habe. Die kleine Blondine, Blatthut, die gepanzerte, die kränkliche, oh, und die große Ernste. So cool, du bist definitiv in meinen Top 4 oder 5. Nett. Ich durfte auf einem Luftschiff fahren. Sie gab uns eine Mahlzeit und eine kostenlose Tasche. Mein Vater hat keine Taschen mehr. Okay. Da oben steht auch noch so ein Pedo im Schnäuzer. Hallo und willkommen. Auf der Paradiesinsel. Du musst Shantae sein, den ganzen Weg von Scuttletown. Hallo. Du kannst mich den Bürgermeister nennen. Danke fürs Kommen. Es ist mir eine große Freude, diese Veranstaltung auszurichten. Das erste Halbjin-Festival. Ich habe das Festival ins Leben gerufen, um meine Wertschätzung für seltene magische Wesen wie dich zu demonstrieren. Ich möchte, dass Menschen aus aller Welt die Magie hautnah miterleben. Auf diese Weise können sie ihre halbmenschlichen Halbjin-Nachbarn besser verstehen. Ah. Diese wunderschöne Insel bietet die perfekte Kulisse für die Veranstaltung. Meinst du nicht auch? Läuft. Scheint auf jeden Fall gut fürs Geschäft zu sein. Hier ist es proppenvoll. Hallo und Sie müssen Shantaes Onkel sein. Nun ja, wir haben es geschafft, eine ziemliche Menschenmenge zu versammeln. Natürlich fließt der Großteil des Ticketgeldes in lokale Unternehmen und bietet einen kostenlosen Flug und Hotelaufenthalt für jeden unserer Halbjin-Superstars. Aber nicht nur für sie, auch für ihre Familien. Alle Kosten werden übernommen, wenn sie damit einverstanden sind, die Stars meiner Hauptveranstaltung zu sein. Den Halbjin-Superstar-Spektakel. Juhu. Ich mag diese Begeisterung. Aus diesem Grund möchte ich, dass du für eine kleine Vorschau auf dieser Bühne stehst. Heute Abend. Heute Abend? Ich kenne den Ablauf noch nicht einmal. Keine Bange, es ist doch nur ein Probelauf. Du weißt schon, eine Übungsaufführung vor einem Live-Publikum, um die Schwachstellen festzustellen. Vertrau mir, es wird alles gut werden. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe 5 andere Halbjins eingeladen, mit dir anzutreten. Sie sind jetzt hier auf der Insel. Könntest du sie finden und sie an die große Show heute Abend erinnern? Wow. Andere Halbjins wie ich? Aber gerne doch. Oh Junge, ich kann es kaum erwarten, sie zu treffen. Werden vermutlich alle Schwanzgräser sein. Jetzt. Hey, guck mal, jetzt sind die Dinger hier offen. Ist ja krass. Was haben wir hier? Da kann man sich heilen. Willkommen im Badhaus. Betrete das Wasser und lass deine Sorgen hinter dir. Läuft. Hoi. Tintenfisch-Schmied zu deinen Diensten. Bist du ein Tintenfisch? Ich nehme entzückende kleine Herztintenfische und schmelze sie ein. Um mehr Gesundheit für dich zu schaffen. Bereit, einige Herzbehälter zu schmieden? Nein, weil ich habe keine. Aber ich werde mich daran erinnern, denke ich. Irgendwelche komischen Dinger. Schaut euch unser Zimmer an. Es hat einen Blick auf den Pool. Wow, ein Pool? Ich muss ein Zimmer mit deinem Onkel teilen. Hör auf, dich zu beschweren, Bolo. Dank Shantae bekommen wir einen kostenlosen Urlaub. Und du? Denk dran, wenn du die Bühne betrittst, gib alles, um diese Djinn-verrückten Menschenmengen zu beruhigen. Mach einen guten Eindruck, damit wir nächstes Jahr wieder eine kostenlose Reise bekommen. Verstanden? Okay. Jetzt beeil dich und triff deine Tanzkollegen. Lass sie wissen, dass die Show bald beginnt. Möchtest du deinen Fortschritt speichern? Ja, läuft. Nice. Willkommen im Itemshop, ein Ort, an dem du nach Dingen suchen kannst, die du benutzen kannst. Stachelkugel. Ah, hier gibt es wieder die Magie-Sachen. Okay. Erhöht den Schaden mit deinem Haar, ist wichtig. Diese Insel, sie ist so mysteriös. Jeder hier hat seine eigene bemerkenswerte Geschichte zu erzählen. Ich möchte diesen langweiligen Text überspringen, indem ich Start gedrückt halte. Nicht, dass ich das würde.
Die Geschäfte hier verkaufen viele bekannte Gegenstände, aber auch einige Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Ich werde etwas kaufen, wenn du es tust. Oh, lass uns das tun. Ja, chill mal dein Leben. Okay. Das Festival wirkt rigged auf mich, aber schauen wir mal. Ich bin den ganzen Weg von Skeletown gekommen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Art von Show die Hype-Gins für uns auf Lager haben. Okay, jetzt muss ich nur die anderen finden. Ey, dich wollte ich nicht ansprechen. Das ist das Potenzial eine. Shantae, es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Du kennst meinen Namen? Natürlich. Ich bin Harmony, die älteste der Hype-Gins. Was von allen Hype-Gins? Ja, ich war die erste, die von einem menschlichen Vater und einer Djinn-Mutter geboren wurde. Überrascht dich das? Nun ja. Du siehst zu jung aus, um die älteste zu sein. Hör zu, Hype-Gins gibt es noch gar nicht so lange. Wir existieren als eine Generation. Also, wenn die Djinns nicht eines Tages zurückkehren, wird es keine weiteren Hype-Gins nach uns geben, oder? Meine Güte, daran habe ich nie gedacht. Ja, irgendwie die Story ist, die sind verschwunden und so. Im letzten Teil hat man dann am Ende welche gesehen. Wir haben die irgendwie befreit, meine ich. Aber die sind nie wirklich zurückgekehrt. Also, wir müssen unser Bestes geben, um in dieser Welt etwas zu bewirken. Findest du nicht auch? Ah, natürlich. Keuch, sie ist so cool. Wir können nach der Show mehr reden. Denk nur daran, immer dein Bestes zu geben, okay? Wann wird jemand dieses Gepäck wegbringen? Ich möchte mehr von der Insel sehen. Da kann ich wieder nicht rein. Also, wir haben einige gefunden. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier oben wackelt's. Aber da ist nichts. Hier ist jetzt auch offen. Hier geht es zur weltberühmten Tour der versunkenen Stadt. Dieser Ort ist so eine Abzocke. Wenn Sie mit einer Reisegruppe zusammen sind, bleiben Sie bitte zusammen und seien Sie vorsichtig. Im Ernst, Sie können den Sturz nicht überleben. Beachten Sie die verspielten Käfer und Fledermäuse, die in diesem Ort Ihr Haus zerrissen. Zerdrückt sie bitte. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Verschwindet. Die ist nur minimal Schizo. Gegners! Eine Monsterkarte. Auf deinem Subscreen kannst du deine Sammlung ansehen oder mit Karten ausrüsten. Chill mal! Chill mal! Kackviech! Fledermaus! Keine Ahnung, ob wir hier welche davon finden werden von den Jeans. Aber schauen wir mal. Spinnen, Alter! Ich finde es übrigens interessant, bei den meisten Spielen, da müsst ihr mal drauf achten. Oh. Moment, da ist doch was. Bei den meisten Spielen müsst ihr mal darauf achten, dass Spinnen immer in der Regel mit 6 Beinen dargestellt werden, statt mit 8. Ich glaube, weil es dann doch etwas weniger eklig wirkt. Huch, da war kurz der Ton weg. Oh, hey. Sieh mal einer an. Noch ein Hype-Gin. Ich bin Shantae. Ich bin den ganzen Weg von Scuttletown eingeflogen. Ich bin Seppel. Was hältst du von dieser Insel? Sie ist so ganz anders. Das stimmt allerdings. Die Tour der versunkenen Stadt. Glaubst du, es ist echt? Klar, warum sollte es das nicht sein? Keine Ahnung. Ich bin fast versucht, mich an einer dieser Terminals anzuschließen. Um zu sehen, ob die Stromleitungen zur Villa eines reichen Mannes oder so führen. Anzuschließen? Oh, tut mir leid. Meine Magie basiert auf Elektrizität. Sie ist verflucht. Nur Spaß. Das habe ich für den Schockeffekt gesagt. Wow. Ich kapiere es nicht. Auch egal. Also, was sind deine Kräfte? Wenn ich tanze, kann ich mich verwandeln. Du kannst dich in alles Mögliche verwandeln. Zum Beispiel eine Schlüssel zu einer verschlossenen Tür.
Meine Güte, daran habe ich noch nie gedacht. Was dann, ein muskulöser Superheld oder ein feuerspeiender Drache oder so? Normalerweise verwandle ich mich in einen Affen und kletter herum. Das würde ich nicht wählen. Trägt der Affe eine Hose? Nein. Ich gehe dann mal. Okay, komm nicht zu spät zur Vorstellung. Ja, Chantea hat schon beeindruckende Kräfte, ne? Rottitops. Huch. Was zum Teufel? Tut mir leid. Habe ich dich erschreckt? Warte, bist du ein Zombie-Hype-Gin? Ist nicht Rottitops. Sieht aber so ähnlich aus. Er ist nicht verdächtig. Sagte ich auch nicht. Ich frag nur. Warum gibt es so etwas? Keine Ahnung. Ich frag dich. Dann ja. Wir sollten von vorne anfangen. Ich heiße Chantea. Wie heißt du? Oh. Ich heiße Erfinde selbst etwas. Hör mal, ich muss gehen. Es ist fast Showtime. Du bist doch Rottitops, oder? Spinnemonsterkarte. Wollte ich schon immer mal haben. Komme ich nicht hoch. Überall waren Sackgassen, richtig? Wieso ist sie da eigentlich so hochgesprungen? Das lag wohl nur am Bildschirmwechsel. Waren das da unten alle? Oder habe ich was verpasst? Mir fehlen noch zwei. Diese Gruppe ist gesperrt, wenn wir Reparaturen durchführen. Jetzt hast du die Möglichkeit zu sehen, was sich dort unten befindet. Let's go for it. Das? Oi, Muskelfisch. Thunfisch in der Dose. Nett. Moment, da war eine Höhle, oder? Kann ich doch rein. Das ist tödlich da unten. Ja, mach mal. Fliegt ganz schön spektakulär in die Luft. Alter. Ich bräuchte Leben. Wir haben ein Nugget. Hey. Oh, hi. Bist du einer der Hype-Gins? Hier, um beim Festival aufzutreten? Ja, ich bin Vera. Meine Stadt liegt direkt hier auf der Insel. Mit all den Touristen in der Nähe neigen meine Leute dazu, sich versteckt zu halten. Aber ich wollte meine Hype-Gin-Kollegen unterstützen und meine Auffrischungsmagie sinnvoll einsetzen. Wow, wer hätte gedacht, dass es so viele verschiedene Formen von Magie gibt. Du wirst sie alle heute Abend in der großen Show sehen. Apropos, es ist Zeit, dass ich zurückgehe. Es war schön, dich kennenzulernen. Ciao. Könntest du wenigstens deine Auffrischungsmagie noch bei mir anwenden? Was ist das? Das war eine seltsam aussehende Luke. Kann ich sie nicht öffnen? Nee, scheinbar nicht.
Kleine Mini-Schlangis. Schlangenmonster-Karte. Okay. Ah, wieder ein bisschen Leben bekommen, nice. Da komme ich auch nicht durch. Das sind alles Sachen, wo wir spezielle Fähigkeiten brauchen. Das sind da vermutlich die Herzen. Hm? Ich spüre definitiv etwas Seltsames an diesem Ort. Hallo, Störig. Oh. Ich dachte, du wärst Vera. Ich heiße Plink. Weißt du, ich bin auf diese Insel gekommen, um am Festival teilzunehmen. Aber seitdem ich Vera getroffen habe, drehen meine Halbgen-Sinne durch. Sinne? Ich bin eine Seherin. Das ist meine Fähigkeit. Die unsichtbare Welt um uns herum, sie ist sichtbar für mich. Wow, das ist irgendwie cool. Nun, ich gehe besser zurück zur Arena Town. Bis dann. Jetzt haben wir alle. Es waren alle fünf. Ich melde mich besser beim Bürgermeister. Hey, perfektes Timing. Die Show beginnt gleich. Die anderen sind schon hinter der Bühne. Du solltest dich vielleicht beeilen. Huch. Das wäre dann da hinten, aber erstmal würde ich sagen, frischen wir uns hier kurz auf. Im Bad. Und die Show genießen wir dann in der nächsten Folge der Blind Spectator. War vor euch am Mikrofon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann. Haut rein.